Und herzlich willkommen zurück. Genau, zu der Mindtest. Ja. Dann testen wir mal das Mindtest. Test. So. Yes, we can. So. Ja, Gleise verlegen diese Weltmeister. Dann weiß ich nicht, sollten wir einfach mal just for fun auch selber so ein bisschen eine Bahn bauen? Das war ein Ja. Ich mal gucken, wie viele Geld wir jetzt verbrauchen. Das werden auf jeden Fall ein paar viele sein, aber alle garantiert nicht. Wir haben viel zu viele gemacht. Von daher schätze ich mal, brauchen tun wir ungefähr so 360, hatte ich damals gesagt gehabt. Haben tun wir mindestens 460 oder so ein Scheiß. Von daher haben wir dann noch 100 übrig, um damit noch weiteren Scheiß zu machen. So, hier müssen wir jetzt erstmal gucken, wie wir es mit den Fackeln machen. Ich würde mal sagen, wir packen die Fackeln erstmal an die Seite, bis wir wissen, was wir da so genau machen. By the way, können wir eigentlich hier so eine Slabs hin machen? Die Slabs habe ich ja dabei. Genau. So, dann machen wir das jetzt gleich sofort. So und so. Scheiße. Fuck you. Wo ist mein Werkzeug? Hallo? Ach nee, habe ich in die Kiste gepackt. Du Kacke. Okay. Nach Hause. Hab keinen Bock mehr. Stimmt, wir wollten noch unsere Tasche ausräumen. Erst habe ich jetzt auch keins dabei. Fällt mir gerade mal so auf. Aber zumindest so, wenn man jetzt hier so kommt, ne, so tiefer geht das Gleis. Ist doch geil. Aber also hat mir hier so eine richtige Bahntrasse. Wenn Zug rauskommt und dann tut die Eisenbahn, man. Das ist geil. Das ist cool. Und wenn man so guckt, könnte man denken, die Bäume sind hier an der Stelle einfach abgeschnitten. So da zur Kante. Da sind überall Bäume, da sind gar keine Bäume mehr. Das sieht ja natürlich sowieso scheiße aus hier. Ach, leck mich. Und schon 15 Stunden nicht mehr, weil wir kein Essen mehr haben. Ach doch, wir haben Äpfel. Easy. Haben wir nur die Weintrauben rausgepackt. Sehr gut. So, dann machen wir erstmal weiter mit Tasche aufräumen. Und zwar genau hier war vor allem Cleanstone und Erde. Genau, Erde hat immer noch ein bisschen Platz. Cleanstone aber noch ganz viel Platz. So, dann kommt mal das nächste. Das nächste war die Blätter hier. Das ist doch scheiße. Weg. Da. So, das kommt alles da rein. Du kommst da rein. Du auch? Du nicht? Du bist Farbstoff, du kommst erstmal da oben rein, hast du da auch nichts zu suchen, aber scheiß was drauf, ganz ehrlich. Bevor ich wieder anfange, alles hochzuklatschen. So sieht es eigentlich hier aus. Aha. Sehr schön, können wir gleich hier auch nochmal die ganze Scheiße reinmachen. Dankeschön. Dankeschön. Bist du rausgenommen? Ja, habe ich. Sehr gut. So, hier. Da. Dankeschön.
Und Dankeschön. So, haben wir jetzt ein bisschen Cleanstone. Sollte dann passen. Wenn das nicht sogar schon zu viel war. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh doch, 2 Stacks zu viel. 3 Stacks zu viel. Na gut, dann nehmen wir halt vielleicht ein bisschen was raus, ne? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ach Mann, man kann nicht viel Scheiße. Hör mal mit dir. Arschloch. Und 1, 2, 3, 4, 5. So. Und restliches Zeug kommt komplett weg. Das ist alles Müll. Sehr gut. Okay. Erde können wir hier noch reinmachen, ganz ehrlich. Bup, da haben wir noch nicht so viel. So. Ansonsten. Gucken wir mal, was wir noch in den Taschentrau drin haben. Da haben wir. Hier ist nur Schutt, da ist nur unser Survival-Zeuggedöns und alles andere ist leer. Sehr gut. Okay. Das heißt, hier kommt alles rein, was so ist. Und das kann da auch noch mit. Nee, wiederverwerten kann ich das nicht. Das macht keinen Sinn. Ach komm, ganz ehrlich. So. Das da auch. Das da auch. Wisst ihr was? Aus euch mache ich mal. Was? Gibt es auch 8er? Ja. Alles. So. Genauso kann ich euch auch wieder rekommen. Ah ne, euch brauche ich ja noch. Dann kommst du da rein. Du. Achso, ja, okay, wow. So. Ihr beide kommt mal da oben hin. So. Ist das, das genau, das ist das gesiebte Kies. Davon haben wir jetzt auch massig. Heilige Scheiße. Vielleicht sollten wir da dennoch mal unsere ganzen Kieswege mal austauschen, wenn da normales Kies ist, dass man gegen dieses. Obwohl, nee, da ist schon gesiebtes Kies drin, ne? Ja, ja doch, da war schon. Da ist schon überall gesiebtes Kies. Das heißt, wir haben von dem gesiebten Kies mittlerweile echt viel. Moment, schau mal. Oh, was haben wir hier? Kies? Nein, hier haben wir keinen Kies. Okay. So, genau, jetzt sind unsere Taschen wieder leer. Dann nehmen wir noch die Werkzeuge mit. Da, da, da und den Amboss. Achso, habe ich noch eine Tasche. So, dann brauchen wir wieder ein bisschen Eisen. Ja, komm. Ja, genau, falsch. So. Nein, zurück. So, den tun wir mal dies und dies und wir brauchen noch Stöcker. Nein, Stöcker ist bei Holz. 1, 2, 3. So. Schwupp. Sehr gut. Dann haben wir soweit alles. Hoffe ich doch. Will ich doch halt wieder hin und her. Auch kein Problem. Moment mal kurz, haben wir jetzt eigentlich schon mal über zwei Blöcke gemacht? Eins, ja doch, okay. Weil es da vorne hier so extrem steil aussieht. Aber gut, dann ist es halt so. Flacher geht's dann nicht. Naja. Und der Sprint ist leer. Leck mich. So, jetzt gucken wir schon mal unsere
Axt. Weiß auch gerade gar nicht, wie teuer sind denn so Triebwagen. Oh! Wobei, das geht eigentlich tatsächlich sogar. Ein U-Bahn-Waggon, na gut, andererseits. Ja, das wären halt 72 Eisen, also das ist schon ein bisschen was. Und so viel Eisen verschwenden hatte ich jetzt eigentlich auch noch nicht vor. Mal gucken, gibt es hier noch so. Süß. So, vielleicht brauchen wir sowas. Mal gucken, was wir da brauchen. Da brauchen wir 12 Eisen. 18 Eisen. Alter. Naja, aber geht eigentlich. Also ungefähr 30. Was fehlt noch? Das da. Ja, für ungefähr 40 Eisen. Ist auch schon ganz schön viel, aber dafür haben wir eine richtig schöne Dampflok. Die auch ein bisschen Kultfaktor hat. Müssen wir mal überlegen, wenn es soweit ist. So, genau halt. Können wir gleich hier weitermachen. So. Danke. Fuck. My life. So. Sehr schön. Schon können wir hier auch hochsprinten. So. Achso, genau, erstmal mit dem Fuck. Ja. Wow, es war ganz schön dunkel hier. Huf, mein Gleis ist leer. Hat sich jetzt belegt. Ich sehe gar nichts mehr. Hilfe. Okay, hier waren wir bereits gleich. Sehr schön. Dann machen wir hier mal direkt weiter. Gott, warum ist es hier so dunkel, Alter? Ah, siehst du, wir hätten auch gleich mal Holz mitnehmen können. Naja, was soll's. So, du kommst dahin. Hier machen wir gleich mal noch den Bahnsteig hin. Und das war doch so viel. Egal. Tschüss. Niemand wird dich vermissen. Arschloch. So, hier kommt dann wieder Schlussstelle hin. Davor wieder Gleise. Dahinter müssen wir eigentlich auch wieder hier, ne, schön bis an die Kante machen. Einfach, weil es gut aussieht. Denke ich mal. Oder wir machen hier eine Weiche. Und gehen dann hier aufs Hauptgleis rauf. Oder wir lassen das Gleis einfach so direkt hier enden. So, dann endet das Gleis hier. Ist ja eh bloß eine Kurzverbindung von meinem Haus hier hin. Soll auf die Hauptstrecke eigentlich gar nicht raufgehen, von daher könnte man das auch direkt hier enden lassen. Ja, man macht das auch so. Dann lassen wir das da einfach eiskalt verhunzen. So, was wir aber brauchen, ist ein Baum. Ich klomme mal einen Baum. Hier stehen zwei. Ich klomme mal den, der hier in der Tranne steht. Axt. Thanks. Jetzt aber schon tief runter. Na gut, wollen wir jetzt nicht erkunden. Sonst kriege ich doch Höhenangst. So, Holz.
Scheiße. Weg damit dir. Hast du nichts verloren? So, sehr gut. Sehr gut. Hier haben wir doch die eine Treppe abgebaut, ne? Ach Gott, die habe ich weggeworfen. Ich bin noch bescheuert. Na, ich bin Treppe weggeworfen. Wie dumm kann ein Mensch eigentlich sein? Ja gut, dann hat der Bahnhof halt erstmal keinen Aufgang. Ach Ronny, warum machst du immer so dumme Sachen? Hier los. Weg mit dir. So. Sehr schön. Okay, okay. Dann machen wir jetzt noch ein bisschen Licht. Sind hier unten. Sehr schön. Was ist los mit euch? Sehr gut, sehr gut. Okay, okay. Damit ist die Strecke offiziell, also nach hinten, fertig. Jetzt kommt nur noch der Bereich, der da vorne beim Park ist. Da müssen wir halt gucken, was wir da denn jetzt da so schönes hinbauen. Ja. Siehst du, von daher gar nicht mal so schlecht, dass wir hier noch einen Prellbock haben, weil wir später ja noch einen brauchen. Boink. So, das Gleis. Wie gesagt, ich würde es halt gerne Richtung Haus schleusen. Bin mir aber nicht ganz sicher, ob das so eine gute Idee ist. Vielleicht sollten wir das Gleis doch hier über den Weg drüber queren lassen. Und dann hier, weil hier haben wir ein bisschen mehr Platz so für den Bahnhof. Andererseits soll es auch kein riesengroßer Bahnhof sein, sondern nur so kleiner. Ja, wie ist nicht so. Na, ich weiß nicht, ob du sowas kennst, so ein typischer Dorfbahnhof. Es ist quasi bloß ein bisschen ja, Steine hingepackt und das war's. Also weder irgendein Dach drüber, noch irgendeine Sitzbank, noch irgendwas anderes. Also einfach bloß ein bisschen erhöhter Boden. Das ist alles. Und sowas hatte ich halt auch hier vor. Muss man nur gucken, wie wir das designtechnisch am elegantesten lösen. Ich würde den Bahnhof vielleicht sogar auf der Seite hier machen. Quasi so zwischen Gleis und dem Feld. Dann haben wir hier so einen kleinen Weg vom Bahnhof runter zu unserem Kreis und hier kommt so Zaun hin. Wie würde das aussehen? Vor allem aus welchem Material machen wir den Bahnhof? Auf jeden Fall, du kommst erstmal weg. Klar, mit der Axt. Logisch. So, hier unten mache ich mal Schotter. Schön, jeden Tag hier mit unserem Fisch konfrontiert zu werden. Ist echt ein wunderbares Gefühl. Wer war dafür nochmal verantwortlich? Ha? Freiwillige vor? Ich möchte einen entschuldigen. So, wir brauchen Kies. Ach Mann, Alter, schon wieder hier einfach Hunger. Was ist denn hier los? Auch damit dir. Ah, easy, reicht. Tomaten sind eh überbewertet. So, du mitkommen. Ob das reicht? Keine Ahnung. Sollte reichen. Haben wir auch die Schrägen dabei? Ja, haben wir. Und sogar noch drei Stück. Passt ja genau. Ja, holla die Waldfee. Aber wir können trotzdem gleich mal nochmal nach Hause gehen.
Können wir nämlich gleich mal die Sachen einpacken, die wir für den Bahnhof an sich und für die anderen Sachen da brauchen. Also für den Holzzaun zum Beispiel. So, der Holzzaun wird natürlich wieder aus Dschungelholz gemacht. Haben wir dafür noch ein paar Zäune? Nee, sieht nicht so aus. Okay, dann müssen wir noch mal ein paar machen. So, dann der Bahnhof. Aus welchem Material machen wir den Bahnhof? Ich würde sogar fast sagen, den machen wir aus Cobblestone. Ich weiß ja nicht. Ja, jetzt habe ich natürlich keinen Cobblestone mehr. Andererseits das Cobblestone Bahnhof, das ist ja auch scheiße. Ha, was gibt's noch? Ja, irgendwo kommt der Pflaster. Das doch, dann machen wir das doch daraus. So. Und zwar, wie gesagt, halbe Blöcke. Weil das Ding soll ja nicht komplett volle Höhe haben, sondern halt nur so ein bisschen erhöht aussehen. Ich würde mal sagen, 18 reichen. Genau. So. Und dann brauchen wir noch einen kleinen Weg nach oben, eine kleine Schräge. Da gucken wir mal, brauchen wir hiervon eine einzige gerade mal. Ja, bekommen wir 4. Okay, dann nehmen wir auch 4. Kann ich haben. So. Dann, wie gesagt, brauchen wir Zaun. Da habe ich die Sachen dabei, die wir dafür brauchen. Und das war's dann eigentlich. Genau. Also würde ich mal sagen, volle Kraft voraus. Hup, hup. So, sehr schön. Dann kommt zuallererst mal der Kies hin. Ich nehme das Ganze ran hier. Gute Frage. Nee, mache ich nicht. Kleine Lücke kann ich noch lassen. So. Dann kommt hier so der Bahnhof hin. Das heißt, hier kommt der Prellbock hin. Dann kommt da noch mal ein Stück Gleis, weil ich habe es immer so direkt abgeschnitten, sondern da ist immer noch ein bisschen Gleis im Auslauf. Mache ich auch gerne, sieht halt optisch einfach schöner aus. So, wo kommt auf die Länge hier? Oh. Da kommt die Schräge hin. Tada! So, und jetzt kommt hier der Bahnhof hin. Scheiße. Haben wir die Säge dabei? Haben wir. Ich glaube, da muss ich noch ein bisschen korrigieren. Da. Ne, da. So. Säge. Wir brauchen hiervon nochmal 6. So. Okay, und aus den machen wir jetzt so eine Panels, genau. So, kommen hier nämlich Panels hin. Ja, perfekt. Oh, das ist viel zu groß. Ah, gut. Muss ja nicht voll größer machen. Ich würde hier aber genau noch welche hin machen.
Habe ich noch eine Schräge? Ja, ich habe noch eine Schräge. Gut, das heißt, ihr kommt wieder nach da oben. Da kriegen wir jetzt 6 Stück draus. Wir brauchen zwar keine 6 Stück, aber okay, es ist auch egal. Wir brauchen eigentlich nur genau so. Da kommt hier nämlich die Schräge hin. Bam. Aus den dreien können wir dann wieder. Ne, geht gar nicht. Ach scheiße. So, machen wir die Schräge hier hin. So. Können wir aus den vier nämlich hier wieder Blöcke machen und. Ja, hier kommt dann jetzt Cobblestone hin. Perfekt. Wunderbar. So, und jetzt brauchen wir das. Kommt dann nämlich hier an. Ja, ein bisschen wenig. Sieht schon besser aus. Schon haben wir richtig schön einen kleinen Bahnhof. Ich kann sogar noch mal 4 machen. 1, 2, 3. Ja, doch, mache ich. So, 2, 3, 4. Easy. Da kommt hier nochmal. Oh, das geht nicht. Und aus Gravel kann man auch garantiert keine Slabs machen. Das wäre mir ganz neu. Was machen wir denn hier? Ach komm, da, na. Ne. Aus Gravel kann man nichts machen. Das ist natürlich schade. Das heißt, hier muss das tatsächlich sogar so bleiben. Sieht ein bisschen blöd aus. Ah gut, was soll's. Dann geht's halt nicht. So, schon haben wir hier so ganz kleinen Trittbahnhof, ne? So ganz kleines, einfaches, super schlechtes Ding. Dann zuckt so an, tschut, 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 map, map, hup, hup, bumm, alles tot. Spaß. Können wir so aussteigen und dann kann man hier direkt auf unsere zentrale, ja, Stelle quasi zugreifen, wenn man denn so möchte. Easy. Das ist geil. Ah, das ist gut geworden. Schön. Okay, das heißt, ja. Genau. Das sieht gut aus. Ja. So, dann mache ich am besten erstmal folgenden Stopp. Genau. Folgenstopp ist gut. In dem Sinne, schau mal V.